Was ist musikbezogene Erfahrung? Seit Mitte der 80er Jahre haben sich verschiedene Autoren und Autorinnen mit dem Gedanken auseinandergesetzt, dass den Erfahrungen mit Musik eine besondere bildende Kraft zukommt. Einer der ersten, die sich mit musikbezogener Bildung auseinandersetzten, war der Erziehungswissenschaftler Klaus Mollenhauer. In einer Reihe von Aufsätzen, die er in den späten 80er Jahren und der ersten Hälfte des darauffolgenden Jahrzehnts veröffentlichte, versuchte er zu beschreiben, was die Erfahrung von Musik mit Menschen macht. Er versteht diese Erfahrung von Musik von den praktischen Handlungszwecken des Menschen abgelöst. Wenn wir uns mit Musik auseinandersetzen, so Mollenhauer, dann richtet sich unsere Aufmerksamkeit nicht auf ein Musikstück, sondern vielmehr auf die Empfindungen, die die Musik in uns als Hörer auslöst. Dies unterscheidet die Erfahrung von Musik von anderen, nicht ästhetischen Erfahrungen. Anders als beispielsweise ein Kochvideo anzusehen mit dem Zweck, die schmackhafte Lasagne nachzukochen, begnügt sich die Rezeption von Musik mit sich selbst und den dadurch ausgelösten Empfindungen. Den Grund für diese besonderen Empfindungen macht Mollenhauer in der spezifischen Beschaffenheit von Musik aus. Sie besteht nach seiner Auffassung aus ästhetischen Symbolen. Allerdings stellt ihn diese Annahme vor Probleme. Denn wenn wir in der Erfahrung von Musik vor allem auf uns selbst und die Empfindungen, die die Musik in uns auslöst, konzentriert sind, dann handelt es sich bei dieser Erfahrung um etwas sehr Privates, das wir anderen unter Umständen gar nicht schildern können, auch weil es dafür möglicherweise gar keine Worte gibt, ganz nach dem Motto, Musik sagt mehr als 1000 Worte. Sind musikbezogene Erfahrungen Bildungsprozessen überhaupt zugänglich? Nun hat Mollenhauer eine Vorstellung von Erziehung und Bildung, die es unwahrscheinlich erscheinen lässt, dass diese privaten Erfahrungen im Musikunterricht thematisiert werden können. Pädagogik soll sich seiner Meinung nach nämlich mit der Überlieferung von Kultur beschäftigen, indem Schüler sich im Unterricht mit Erfahrungen auseinandersetzen, die einen besonderen Stellenwert für die Zukunft einer Kultur haben. Als Antwort auf die Frage, wie denn diese Erfahrungen in den Klassenraum zu holen sind, schlägt Mollenhauer vor, dass Lehrkräfte symbolische Repräsentationen demonstrieren sollen. Ein einleuchtendes Beispiel einer solchen symbolischen Repräsentation ist der Spracherwerb. Schüler und Schülerinnen werden mit Sprache konfrontiert in der Absicht, dass sie die Bedeutung von Wörtern, Sätzen oder Texten verstehen lernen. Die Auseinandersetzung mit den Symbolen der Sprache erfolgt absichtsvoll und zielgerichtet, weil sie darauf abzielt, dass Schüler und Schülerinnen Sprache verstehen und gebrauchen können. Außerdem erfolgt sie strukturiert, da die Sprachfähigkeit der Schüler stufenweise aufgebaut werden soll. Allerdings hilft Mollenhauers Beispiel des Spracherwerbs in Bezug auf die Erfahrung von Musik herzlich wenig. Denn Musik ist keine Sprache. Die Erfahrung von Musik hat eben gerade keine festgelegte Bedeutungskomponente. Oder anders formuliert, es geht in der Erfahrung von Musik auch gar nicht darum zu erfassen, was beispielsweise eine chromatisch absteigende Basslinie bedeutet. Vielmehr geht es darum, was das Erleben dieser Musik mit uns macht, welche Empfindungen sie in uns auslöst. Dieser Gedankengang führt uns also in eine Sackgasse. Andererseits wirft er aber drei wichtige Anschlussfragen auf, die für das Nachdenken über Musikunterricht und die Erfahrung von Musik als Grundlage für musikalische Bildung wichtig sind. Erstens, Mollenhauer stellt fest, dass die Erfahrungen von Musik eine besondere Qualität haben. Sie sind demnach auf irgendeine Art anders als Alltagserfahrungen. Wenn aber Bildung bedeutet, dass wir unsere Beziehung zur Welt verändern, dann dürfen musikbezogene Erfahrungen nicht völlig losgelöst sein von Alltagserfahrungen. Es gilt daher, eine Vorstellung von musikbezogenen Erfahrungen zu finden, die einerseits nur in der Auseinandersetzung mit Musik zustande kommt, sonst bräuchten wir ja gar keinen Musikunterricht, und andererseits auch Konsequenzen für unseren Blick auf den Alltag hat. Zweitens,
Wenn die Erfahrung von Musik Bildung ermöglichen soll, ist es zudem notwendig, Möglichkeiten zu finden, mit anderen darüber sprechen zu können, was Musik mit uns macht und wie sie auf uns wirkt. Wenn wir nicht miteinander über musikbezogene Erfahrungen sprechen könnten, würden wir dauerhaft in unserer einen privaten Erfahrung gefangen bleiben. Ohne den sprachlichen Austausch über musikbezogene Erfahrungen werden diese uns kaum zu einem anderen Verständnis von Welt verhelfen können. Drittens, schließlich müssen wir uns ein anderes Verständnis von pädagogischem Handeln erschließen als das von Mollenhauer vorgeschlagene. Erziehung und Bildung zu ermöglichen, kann nicht einfach bedeuten, Schüler und Schülerinnen absichtsvoll, zielgerichtet und strukturiert mit irgendwelchen Symbolen zu konfrontieren. Denn Erziehung und Bildung wollen dazu befähigen, dass Schüler und Schülerinnen gestaltend darauf Einfluss nehmen können, auf welche Art und Weise sie in der Welt sind. Sie wollen gerade nicht über die Köpfe der Schülerinnen hinweg entscheiden, welche Wissensbestände diese sich anzueignen haben, um sich eine vorgegebene Perspektive auf Welt oder Musik zu erschließen. Das Ziel, im Musikunterricht Bildung zu ermöglichen, ist insofern ein anspruchsvolles, als es die kritische Selbstreflexion der Schüler anstrebt. Denn, um noch einmal auf die Definition Bieris zurückzukommen, der Gebildete ist einer, der über sich Bescheid weiß und Bescheid weiß über die Schwierigkeiten dieses Wissens. Der Gebildete ist einer, der über seine seelische Gestalt selbst bestimmt, indem er einen stetigen Prozess erneuter Selbstbewertung zulässt und damit verbundene Unsicherheit aushält.